Hallo und willkommen zurück zu Ilex. Wir werden jetzt zurück nach Hause zu den Berserkern. Nee, erstmal werden wir hier den Typ abholen. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Ja, aber dann gehen wir hier erstmal hier hin. Dann sagen wir den jetzt. Bleib hier stehen. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Okay. Ich brauche dich nicht mehr, geh zum Treffpunkt. Natürlich. Ja, denn der andere, der steht da oben drauf. Und der hat sich da jetzt auch nicht wegbewegt. Den müssen wir jetzt erstmal dann wieder da runterholen. Und am einfachsten wäre es hier tatsächlich dann den Lift zu nehmen. Ein Gegner? Gegner habe ich aber jetzt nicht geplant. Hier ist aber auch kein... Naja, vielleicht ist der draußen am Rumlaufen, dieser eine Roboter da. Moment, war da was? Achso, hier können wir nichts machen, oder? Ne. Da ist was. Hier haben wir... Ne, da ist auch noch was. Da. Ups. Mitkommen. Okay. Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir zu... Marker setzen, Marker entfernen. So. Gehen wir erstmal hier das zu Akira und dann gucken wir da mal. Wir können auch mal zu dem Chefe nochmal gehen und sagen, was wir Tolles gemacht haben. Na, wobei, das macht eigentlich keinen Sinn. Erstmal. Meine To-Do-Liste steht, ja, Persönlichkeit. Auch in der Taverne, das war Persönlichkeit. Ja, oder wir müssten den halt im Duell besiegen. Oder Geld geben, das will ich aber auch nicht. Was ist denn nur los? Stormson ist dem Eisenclan entkommen. Das sind gute Neuigkeiten. Aber ich befürchte, dass Angrim ihn jetzt jagen lassen wird. Wo immer er auch stecken mag. Ich hoffe, er ist vor dem Clan in Sicherheit. Solltest du auf ihn stoßen, warne ihn vor. Mir liegt viel daran, dass er wohl auf ist.
Weißt du, wohin er geflohen sein könnte? Naja, da er schon immer einen Narren an der Technik der Kleriker gefressen hat, solltest du dich bei ihnen einmal umsehen. Mhm. Ist da jemand? Nö. Was wir aber noch machen konnten, war Handwerk lernen. Da. Und dann können wir noch mal schauen, wie es mit Craften aussieht. Was seid ihr für welche? Du. War da was? Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Wie du willst. So. Chemie. Chemische Substanzen und Tränke herzustellen. Gesockelte Waffen an einer Werkbank mit magischen Steinen aufrüsten. Wir machen mal das hier. Ah, ich weiß es nicht. Man bräuchte natürlich dann auch entsprechende Rezepte, um damit mal was machen kann. Ringe und Amulette. Ja, das hier werde ich früher oder später sowieso lernen. Dann können wir es auch jetzt machen. Ja. Schlussendlich bringt mir das. Treibt sich denn hier rum? Jetzt aber erstmal gar nichts. Weil ich diese Waffe ja nicht sockeln wollen würde. Malus-Resistenzen des Gegners plus 1. Bonus-Resistenzen plus 1. Das macht auch fast keinen Unterschied. Bonus-Erfahrung Monster. Bonus-Erfahrung Quests. Oder dem Adjutor. Aha. Das klingt doch sinnig. Ja, 3 Erfahrung ist natürlich auch nix, aber die anderen Boni sind auch nicht so wahnsinnig toll. Bonus Schaden Gefährten. Ja, komm, dann machen wir das. Immer dieser Technikkram. Ah, Tränke brauen. Voraussetzungen und Kleriker. Kleiner Heiltrank. Wäre es nicht gut, da zu wissen, was man dafür braucht? Ah, okay, da hätten wir das Wasser für gebraucht. Mhm. Reines Elex. Großer Heiltrank, mächtiger Heiltrank. Zwei zu eins. Mhm.
Attributspunkte plus 2. Das ist schon ziemlich nett. Hätte ich vielleicht doch Chemie nehmen sollen. Aber das mit der Erfahrung war jetzt auch nicht verkehrt. Achso, Ring der Geschicklichkeit könnten wir bauen. Amulett ist Banditen. Ah, okay. Ist auch nicht verkehrt. Haben wir aber auch das Material gar nicht für. Oh, und da braucht man mehrere für. Nee, Moment, dann. Das ist die Steine herstellen. Man könnte quasi aus mehreren kleinen einen großen machen. Ja, in dem Fall würde ich natürlich das jetzt auch nicht verwenden. Andererseits könnte das so lange dauern. Oder wir verwenden jetzt beispielsweise einen, um das zu verballern. Blauer Stein, Gesundheit pro Treffer. Bonuserfahrung Quests. Das hier macht eigentlich keinen Sinn mit dem Wuchtschlag. Gefährten Gesundheit und Bonusschaden Gefährten. Weißer Stein. Da haben wir zwei Stück von. Können wir nehmen und ja. Na Moment, dann machen wir das jetzt hier. Adjutor. Ja. Mhm. Kleiner weißer Stein. Ach, da kann man sogar mehrere reinpacken. Ach, den kann man auch wieder entfernen. Ja, wenn das so ist, gibt es ja keinen Grund, das nicht zu machen. Bonuserfahrung, Quests. Gefährtengesundheit. Bonusgesundheit. Gefährtengesundheit, damit ja nichts drauf geht. Ah, okay. Einsetzen. Kann doch dann sein, dass es weg ist. Ne, ist drin. Schließen. So. Das können wir aber nicht einsehen. Nicht von hier. Das Ding ist jetzt einfach nur schlecht. So, und jetzt können wir aber wieder hingehen. Wir wollten... Okay. Naja.
Die kann man also rein und raus backen, wie man will. Dann sollten wir das natürlich auch verwenden. Außer, dass wir das hier nicht können. Vielleicht muss der dazu erst geupgradet sein. Oder das geht halt grundsätzlich nicht in Bögen. Da können wir jedenfalls nichts auswählen. Na gut. Ja, wenn wir schon hier sind, reden wir auch mal mit dem Oberhoshi. Was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Mhm. Moment. Bist du jetzt zufrieden? Ja. Aufstehen. Pass auf dich auf. Danke, die will nicht mehr reden. Das hier können wir noch mitnehmen. Wenn sich das jeder erlauben würde. So. Es regnet. Gut. Was macht er da? Was macht er da? Dann werden wir mal... Brause essen. Schmeckt nicht besonders gut. Oder Wein, ja. Da konnten die auch noch kochen. War das auch in der Werkbank? Ich glaube, da brauchte man ein Feuerchen für. Die nehmen wir noch mit. Ist auch keiner. So, dann nochmal zu dem Werkbank-Ding. Ja. Genau, es war aber
Nur Chemie, da geht nix. Da ist ein Feuer. Lagerfeuer. So, diese Suppe könnten wir bauen. Bräuchten wir aber auch... Ah, okay, gebratenes Fleisch. Hochleistungssuppe. Brause, okay. Gesundheit 50. Da fehlt noch was. Aha. Naja, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Ja, machen wir trotzdem. So was hätte ich auch gerne. So. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Angrim. Dem könnten wir jetzt nochmal reden. Hast du noch was zu sagen oder wieso stehst du hier? Jan. Recht und Ordnung müssen gewahrt bleiben. Okay, da ist dann nichts mehr mit zu tun, erstmal. Zeig mir deine Ware. Verstanden. Einfacher Holzfall. Jo. Dann suchen wir mal die nächste Quest. Was macht er da? Beispielsweise das. Jo. Das ist da unten. Unten war kein Porter. Da müssen wir wieder ein bisschen querfeld ein. Aber beim letzten Mal bin ich ja hier noch alleine gewesen. Sollte also jetzt nicht ganz so schwer werden. Ein Fass. Da gucken wir doch mal rein. Aha. Und da unten
sind dann auch schon ein paar Viecher. Ach, das sind die beiden Typen, die mich... diese Bestien heißen die, glaube ich. Oder? Ups. Habe ich es aber auch verplant. Bin schon da. Ob der jetzt davon Schaden nimmt, weiß ich nicht. Ich vermute mal. Los geht's! Regen wir mal in der Zeit. Bin schon da. Naja, wenn die aber jetzt... Okay, mit allen trifft er auch nicht. Gucken wir mal, wie viel er noch hat. Ja. Wertes Land. Das Vieh mache ich platt. Ja, ich mache Schaden an denen, aber nicht viel. Das ist ein Verlorener. Brenner oder so. Naja, kann man natürlich irgendwann tot haben, aber das sind halt dann mal eben 100 Pfeile. Wo ist denn mein treuer Begleiter? Hier, steh auf, kämpf weiter. Naja, ich glaube, es macht keinen Sinn. Dann gehen wir da halt dran vorbei. Aha, da kämpfen zwei. Das scheint aber so wieder so ein krasser Bandit zu sein. Ja. Das geht dann wahrscheinlich auch nicht. Du suchst Ärger! Lass mich nur machen! Tja!
Ja, den Banditen würde ich auch nicht tot bekommen. Dann lassen wir den auch mal. Da der da geht. Ja, und der ist dann auch wirklich wieder einfach. Mal hier. Das sind auf jeden Fall nochmal Gegner. Kleines Rudel. Oh, da war ein Lager. Lebenssaft. Was auch immer Lebenssaft ist. Wahrscheinlich Heilung, aber. Oder für irgendeine Quest. Lebenssaft. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% Erfahrung bei einer zeitlang geringen Ration der Lebensenergie. Ja, okay. Naja, aber dann, wenn man das außerhalb des Kampfes macht, ist es ja in Ordnung. Das ist hier so ein Skeks. Ja, aber ein alter, das war ein einfacher. Auf geht's! Weg. Schön. Na, das da hinten sieht auf jeden Fall schon böse aus. Lampen kann ich nur mitnehmen, wenn sie aus sind. Naja, Setzerort.
dunkle Zeiten sind das. Ja, da hinten sehe ich auch schon einen Raptor. Okay, dann gehen wir da mal rein. Oh, da ist jemand. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Krall. Du bist Krall, der Ilex-Dieb, nehme ich an. Kaldrim schickt mich. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Alles klar, dann komm mal her. Halt, ich... Spar dir das Gefasel. Dich erledige ich in Handumdrehen. No, okay, da war aber noch ein Freak neben. Dann wissen wir dort noch was. Oh, schön. Machen wir gleich. Das war voll essen noch. Speichern und aufmachen. Zu einfach. Großer Elixitbeutel. In der Großmenge Splitter. Kleiner blauer Stein. Schön. Na gut. Guck mal. Was willst du hier? Du hast hier nichts zu suchen. Besser, du verschwindest wieder. Hier gibt es nichts für dich. Du bist Kral, der Elex-Dieb, nehme ich an. Scheiße. Dann habt ihr mich also gefunden. Wenn du hier bist, um uns zu töten, dann quatsch nicht so lange. Bringen wir es hinter uns. Alles klar, dann komm mal her. Halt, ich... Spar dir das Gefasel. Ich erledige, ich im Raum drehen. Ja, dann mach mal. Grima. Der ist jedenfalls schon halb tot. Essen wir erstmal ein bisschen. Wann steht unsere Begleitung endlich wieder auf?
Es kann natürlich sein, dass wir mit einem anderen Begleiter hier Möglichkeiten gehabt hätten. Erst noch voll. Okay, er kam bis zu Ende. Dann speichere ich mal, aber dann müssen wir wahrscheinlich auch wieder von vorne anfangen. Das gibt's auch nicht. Vielleicht kann ich da ja jetzt auch mal was von den Sprenggranate. Na, aber die braucht man eine Waffe für. Handgranate. Schussmodi, Zeitzünder, Aufschlagzünder, Näherungszünder. Hier werden Helden geboren. Auf geht's! Okay, das war nix. Gucken wir noch mal. Wie konnte ich da wechseln? Na, hat aber auch fast keinen Schaden gemacht. Ja. Trotzdem, wie kann ich die... Hier werden Helden geboren. Ja, aber... Okay, jetzt steht da ein... 0. Ja, aber das ist ja mein Futter. Wie schalte ich das denn um?
Vielleicht gibt es da in den Tastenbelegungen was zu. Tastatur und Maus. Vielleicht YC. Fernkampfwaffenmodus F. Hier werden Helden geboren. Jo. Gucken wir mal. Viel bringen tut das da aber nicht. Naja, schlussendlich muss unser Begleiter die töten. Achso, was wir noch hatten, waren diese Zauber. Machtstoß. Schaden 100. Nahkampf. Verbrauchbarer Albzauber des Machtstoßes. Das können wir auch mal machen. Hier werden Helden geboren. Außer das dabei nichts. Ah, okay, doch, das habe ich jetzt anscheinend verwendet. Hä? Macht Schluss. So. Hier werden Helden geboren. Ja, keine Ahnung, wie das funktioniert. Vielleicht, wenn ich im Target habe, dass ich das dann machen kann. Jetzt habe ich es gemacht. Jetzt habe ich mich gesprengt. Nee, aber da verstehe ich die Bedienung gerade nicht. Macht Welle. Aber gut, es ist halt auch Nahkampf. Hier werden Helden geboren. Na gut, ja, da müssen wir das halt wie gehabt machen. Ups. Kritter. Das Vieh mache ich platt. Du sollst eigentlich nach unten. Das Vieh mache ich platt. Vielleicht erstmal das andere Vieh kaputt. Ich helfe dir. So. Ah.
Aha. Dich erledige ich im Handumdrehen. Na, dann mach mal. Aber der kriegt jetzt Schüsse. Oh ne, einer ist tot. Dich erledige ich. Hat eine Granate. Der hat auch wieder eine Granate oder so was geworfen. Er ist tot. Ja. Ich helfe dir. Jetzt noch ein tot. Nein! Du gehörst mir. Na, ja, da habe ich die Granate noch gesehen. Ist tot. Leben. Aha. Ja, du sollst ihn angreifen. Lass mich nur machen. Ja, wieso hat denn mein Typ da jetzt nicht angegriffen? Ja, ich muss wohl nach dem ersten speichern. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der danach der Begleiter daneben danach unbrauchbar, das kann ich noch machen, unbrauchbar wird.
Und anscheinend kann ich den hier auch durch die Wand pullen. Auch wieder neu machen. Lass mich nur machen. Granate. Ja, toll. Damit kann ich auch wieder laden. Komme ich jetzt nicht mehr runter und krieg meinen Verbündeten nicht mehr in den Kampf involviert. Der muss den ersten quasi umlegen. Vielleicht kriegt er den Solo da drinnen kaputt. Ne. So, jetzt muss ich mich bewegen, damit meiner wieder aufsteht, glaube ich. Ich erledige ich im Handumdrehen. Na, da war wieder eine Granate. Das gibt's doch nicht. Was? Ah, du sollst unten bleiben! Na also. Das geht jetzt aber auch nur so lange gut, bis jemand eine Granate wirft. Die Granate. So. Da ist Nummer 1 tot. Speichern. Ich erledige ich im Handumdrehen. Da bin ich gegen diesen Ast geflogen. Da bin ich in seine Axt gerollt. Lass mich nur machen. Ja.
Da kommt auch ein bisschen mehr Schaden rum, als wenn ich da drauf schießen würde. Du hältst mir den Rücken frei. Komm. Avant, greif an, greif an! Bin schon da! Ja, gut. Ah, ja. Geht doch. Elex-Paket erhalten. So, und wo war der andere? Da. Grima. Na gut. Die hatten wir. Na so, was haben sie hier noch? Das war auch eine schwere Geburt. War hier noch was? Geht's noch runter? Aha. Sollten wir besser wachsam sein. Noch weiter runter. Gucken wir mal. Dieses Antitoxin. Jetzt mal alles von 50% auf Erfahrung. Effekt ist ja eine höhere Resistenz gegen Gift. Ja. Könnten auch einfach mal vollladen und dann da runter gehen. Aber dann würde ich hier auch erstmal einen Schnitt machen und dann schauen wir beim nächsten Mal, dass wir da runtergehen und uns anschauen, was da unten noch ist. Ich vermute mal, dass da noch ein kleiner Raum ist mit ein bisschen was in Items und das war's dann. Aber ja, werden wir dann beim nächsten Mal sehen. Also bis denne!